Einmal ein Superheld sein, einmal eine Prinzessin sein, einmal sein Lieblingstier sein. Das wünschen sich viele, gerade zum Fasching. Es ist schon faszinierend, wie hoch die Motivation wird, wenn eine Gruppe an einem gemeinsamen Wagen, an einer gemeinsamen Verkleidung arbeitet. Doch auch die Schulen Wieselburgs und viele WieselburgerInnen haben sich da wieder ins Zeug geschmissen. Heute Faschingumzug am Faschingdienstag in Wieselburg. Aus was bist du heute verkleidet? Ja, als der Lechner selbst schlechthin, so wie man mich kennt. Ein Mexikaner? Ja, 10 Uhr. Mexikaner? 10 Uhr. Schaut fast so aus, ja. Ich bin als Bierkönig unterwegs und meine kleine Tochter ist als Superheldin unterwegs. Also ich bin ein kleiner Zwerg. Leute, Wieselburger Faschingumzug, aus was geht's denn heute? Das wissen wir selber nicht. Aus was seid ihr denn heute verkleidet? Aus McDrive, also Mackie halt. Als Disney-Figuren. Als Rapper gehen wir heute. Keine Ahnung. Als Fasching. Aus was geht es heute? Als Begräbnis. Darfst du dann überhaupt reden? Eigentlich nicht. So farbenprächtig, so lustig, so laut und schrill. Das soll der Fasching sein. Als Kind mag man jedenfalls den Fasching und findet Spaß am Verkleiden. Doch wie schaut das bei den Erwachsenen aus? Naja, nicht so wirklich gern verkleiden, sondern ich will einfach der sein, der ich bin. Immer authentisch und immer gut drauf und immer ein netter Wieselburger. Das ist mein Ziel. Das ist das gern, das Verkleiden? Nein. Na doch. Also du hast mitmüssen. So ein bisschen. Ein bisschen was verkleiden gehört im Fasching dazu. Also das muss schon sein. Tatsächlich ist gern verkleiden. Ja, jedes Jahr. Ich weniger. Er muss einfach. Ich bin nur am Rande beteiligt. Ich lasse einfach alles über mich gehen. Muss ja nicht alle verkleidet sein, dann wirken die Verkleidungen der anderen besser. Und gefällt dir das Verkleiden? Aus was gehst du heute? Heute Fasching-Dienstag, warum bist du heute nicht verkleidet? Ja, auch im Fasching gibt es direkt was zu tun und deshalb ist meine Verkleidung heute eher spärlich ausgefallen. Aber wichtig ist, dass die Leute kommen, dass die Kunden da sind, dass wir Brauchtumspflege betreiben und dass alle gut gelaunt sind. Und das freut uns. Macht euch das Spaß, das Verkleiden? Ja, schon. Ja, glaub schon. Darf man als Verstorbener dann auch einen Kropfen essen? Ja, ich sag schon. Also Faschingdienstag hat es bei uns in Wieselburg Tradition, dass die Gemeinde gemeinsam mit den Schulen sich alle in die Schale werfen und wir den Hauptplatz durchstreifen in ganz bunten Farben und zu vielen interessanten Ideen und Themen. Gibt es heute schon eine Verkleidung, was besonders fasziniert hat? Ich muss gestehen, ich habe noch keine Zeit gehabt, dass ich mir das anschaue, aber ich habe schon viele bunte Farben gesehen und viele ganz tolle Kostüme. Und Ihre Verkleidung heute? Wir sind ja sozusagen die Monteure der herannahenden Fernwärme in Wieselburg. Ob wir sozusagen unsere Leistung erbringen können, wird man sehen. Neben dem Verkleiden und dem Spaß ist im Fasching vor allem eines wichtig. Krapfen essen. Ja, Krapfen. Fürs Jahr essen? Ja, da können nur die letzten Krapfen verhaftet. Krapfen sind es bei mir? Krapfen. Ja, unbedingt gehört einmal dazu, Faschingkrapfen. Lustig sein. Ich meine, jetzt aber nicht zwanghaft lustig sein, sondern einfach nur versuchen, lustig zu sein. Und natürlich ein gutes Getränk, hier zum Beispiel im Schmankerlladen einen guten Prosecco zu trinken oder im Brauhaus ein gutes Bier oder im Café Blauschall einen guten Kaffee, also das gehört da dazu. In Wieselburg wird Fasching gefeiert, so wie er sein soll. Und bevor das schlechte Gewissen zur Fastenzeit wieder zuschlägt, sollte man davor nochmal ordentlich zugreifen.